Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Es wurden heute eine ganze Menge neue Informationen geteilt auf der japanischen Website von Pokémon. Angefangen mit dem Terra-Event von Libalo, was ja gerade stattfindet vom 13. bis 16. Januar, also dieses Wochenende. Wenn ihr da dabei sein wollt, checkt gerne mal Twitch ab. Ich bin da jeden Tag live und mache die Terra-Raids mit der Community. Das Interessante kommt aber jetzt. Am 27. Januar kommt ein neues Titan-Pokémon auf uns zu, was wir fangen können. Laut Leaks könnte es Quajutsu sein, das Ganze mit Terra-Gift. Ja, warten wir mal ab, wann genau announced wird, welches Pokémon es ist. Wenn es Quajutsu wäre, wäre natürlich ziemlich nice. Terra-Gift, schauen wir dann, welches Pokémon nimmt. Wahrscheinlich irgendein Psycho-Pokémon. Schauen wir mal. Am Valentinstag gibt es Farmeeps in den Raids. Nicht so spannend. Die Belohnungen werden bestimmt auch wieder richtig unspannend sein. Aber jetzt kommt das, was für mich am allerspannendsten ist. Und zwar nicht, dass ab 1. Februar die neue Season anfängt in der VGC, in den Rank Battles, sondern das Home Update. Im Februar wird es ein Home-Update geben, was wohl auch die Konnektivität mit Karmesin und Purpur bringen wird. Da bin ich extrem gespannt, weil hier sagen die nur was über Levelkampf. Ich weiß nicht ganz genau, was das bedeutet. Ist vielleicht auch schlecht übersetzt. Da können wir auf jeden Fall sehr gespannt sein. Schon Anfang Februar das Home-Update. Damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, dass das so schnell kommt. Und ein zweiter sehr krasser Punkt. Ihr wisst, wie sehr ich die Technik von Karmesin und Purpur kritisiert habe und wie sehr ich es hasse, dass das Game so scheiße läuft. Es soll die Version 1.2.0 veröffentlicht werden, Ende Februar, um Funktionen zu erweitern und Fehler zu beheben. Einzelheiten folgen dann, wenn es soweit ist. Also ich hoffe, dass. Na, ich hoffe, na, wahrscheinlich. Ja, wir hoffen wahrscheinlich wieder alle viel zu viel. Wahrscheinlich werden es nur so ganz minimale Fehlerchen sein. Es wird nichts an der Performance geändert. Es wird nichts an den Frame Drops geändert. Die Box wird nicht schneller. Ich denke, da werden viele enttäuscht werden. Ich auch. Und nur viele kleine Fehlerchen werden behoben. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich hoffe, dass da in dem Update was richtig Nices auf uns zukommt. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Ich versuche immer so früh wie möglich die Informationen mit euch zu teilen. Aber eine Sache von mir gibt es immer nur von offiziellen, wenn offiziell von Pokémon irgendwas announced wird. Also ich bin nicht so der Freund von diesen ganzen Leaks und so. Deswegen immer nur, wenn Pokémon, die Pokémon Company oder Game Freak hier auf der japanischen Seite oder in-game offiziell etwas announced, dann werde ich darüber auch berichten. Alles andere ist für mich immer noch Hörensagen. Und ja, lasst gerne ein Like auf dem Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir mal unten in den Kommentaren sagt, worauf ihr euch davon am meisten freut. Ist es das Home-Update? Sind es die Fehlerbehebungen? Ist es vielleicht der neue Terra-Raid, falls es wirklich Quajutsu ist? Vielleicht ist es auch Finks? Vielleicht ist es auch Tornobdu? Wenn ihr da mal die ganze Liste sehen wollt, die habe ich übrigens auch schon auf YouTube geteilt. Egal. Schon zu viel. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.